der Geschichte nach ist Jesus in Bethlehem geboren. Im Stall neben Ochs und Esel, nicht in Reichtum, sondern arm. Trotzdem haben ihm Könige in der heiligen Nacht von ganz weit her Weihrauch und Myrrhe und Gold mitgebracht. Der Geschichte nach hat Jesus zu Lebzeiten uns gelehrt, der Reichtum hat im ewigen Leben überhaupt keinen Wert. Er hat das Geld, das die Welt regiert, aus seinem Tempel vertrieben. Sogar der Teufel hat's nicht einmal geschafft, ihn zu überreden. Heut feiern wir in Jesus sein Geburtstag, im Kreis von denen, die uns heut am nächsten sind. Heut feiern wir in Jesus sein Geburtstag, am heiligen Abend zu Weihnachten vorm Baum. Der Geschichte nach ist Jesus am Kreuz dann für uns gestorben, um alles, was der Mensch verbricht, für immer zu vergeben. 2000 Jahre danach reden wir immer noch von ihm. Doch was er wirklich gesagt und gemeint hat, das wird leider übersehen. Die Weihnachtszeit bringt Umsatz wie keine andere Zeit im Jahr. Was wichtiger wie Schenken ist, ist fast niemandem mehr klar. Was bleibt am Schluss vom Leben, wenn wir niemanden mehr lieben? Jesus hat keinen Streit wohl, sondern Frieden. Heut feiern wir in Jesus sein Geburtstag. Manche feiern sogar heut allein. Heut feiern wir in Jesus sein Geburtstag. Am heiligen Abend zu Weihnachten vorm Baum.